Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Lichtschwertschnetzeln. Ja, wie schon gesagt, vorgestern, mal gucken, keine Ahnung. Letztes Level war sehr abgefahren, finde ich. Mir hat das sehr gefallen. Es gab Säureregen, es gab 1000 Lichtschwertkämpfer. Wir haben Ron wiedergefunden. Wie ihn. Und ja, diesmal geht es weiter mit dem Kultkontakt Kandrilla. Und ich bin schon gespannt, wie unser neues Lichtschwert sein wird. Wir haben von den Kandrillanern gehört, dass ein paar Anhänger des Kults in eine alte Grabkammer eingebrochen sind und da ein Jedi-Ritter begraben ist. Begib dich schnell dorthin und verhindere, dass sie noch mehr Energie der Macht sammeln können. Annehmen. Wenn sie wirklich versuchen, Machtenergie aus diesem Grab zu entziehen, könnte Tavion dort sein. Pass auf und ruf Hilfe, falls du sie entdeckst. Okay. So. Oh, schau sich mal einer unserer Macht hier an. Machtsprung, Machtgriff, Machtschub, Machtgespür. Macht Wurf, Angriff, Abwehr und Geschwindigkeit, alles auf Stufe 3. Der Jedi kann 12-fach so hoch wie normal springen. Der Jedi kann mehrere Feinde und deren Waffen zu sich ziehen. Oh. Der Jedi kann mehrere Feinde wegschieben und sie gegen Wände oder über Abgründe schleudern und ihnen Schaden zufügen. So können auch verkantete Lichtschwerter wieder befreit werden. Hey, ja. Der Jedi kann Personen, Objekte, unsichtbare Markierungen und den Gesundheitsstatus lebender Wesen auf große Distanz für 20 Sekunden spüren. Der Jedi ist 400% schneller als normal. Alter! Sonic, gotta go fast! Ich werde abwehren. Der Jedi kann in einem großen Bereich Projektile mit gesteigerter Geschwindigkeit abwehren und zum Angreifer zurücklenken. Nice. Der Jedi kann sein Lichtschwert effektiv einsetzen und dabei manchmal sogar verkantete Schwerter lösen und Angriffe von Jedis der gleichen Stufe parieren. Du meinst gut, gegen schwächere Gegner setzt er sich problemlos durch. Jawoll. Der Jedi lenkt das Lichtschwert automatisch in nahe Gegner. Jawoll. So. Was nehme ich hier? Machtabsorption. Der Jedi kann die Macht der dunklen Seite sowie den Machtschub und Machtangriff absorbieren. Ich nehme mal das. Der Jedi kann leichte Machtangriffe absorbieren, ohne Schäden zu erleiden und einen kleinen Teil der eingesetzten Macht für sich verwenden. Ja! Wird sehr nützlich, glaube ich. Ja. Dann Waffen. Oh ja! Stoker-Stoßgewehr, so heißt das Ding. Das habe ich immer in der Videobearbeitung nachher immer gelesen, glaube ich. Hey, unser neues Lichtschwert, ja. Also, der Stoker feuert seine Ladung und erzeugt eine Explosion mit 4 Metern Durchmesser. Primärangriff, Einzelschuss, große Explosionswirkung auf alles innerhalb des Radius. Langsame Feuerrate. Zweiter Feuermodus. Er schießt kleinere Projektile mit kleinerem Explosionsradius, die aber innerhalb des Radius mehr Schaden anrichten und einen heftigen Rückstoß verursachen. Munitionstyp Metallbolzen. Tragbares Meerson PLX-2M Raketensystem. Die PLX-2M ist eine starke Arakyt 3T3 raketenfeuernde Waffe. Die explosive Energie der PLX-2M macht das blinde Feuern auf kurze Distanz gefährlich, aber sie eignet sich gut als intelligente Zielsuchwaffe. Primärangriff: einzelne vorwärts fliegende Explosionsrakete. Zweiter Feuermodus: einzelne intelligente Rakete, die das Tier verfolgt. Oh. Also ich nehme das und das. Hier wie immer das hier. Starten. Oh, wie hoch ich springen kann. Wow.
Ja. So, auf eins, ne? Oh. Du findest durch mich den Tod. Ne? Ah! So, ich frage mich, was ich hier eigentlich kann jetzt. Wow. Cool. Oha. Okay. Ja, nice. Ba, 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 ba. Oha. Es ist ein Jedi. Ach, was du nicht sagst. Kann ich nicht mein Lichtschwert werfen? Doch. Oh, wie cool ist das denn? Wie geil. Das ist ja cool. Geil. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Doppellichtschwert leichter mit Fähigkeiten benutzen kann. Ich kann in diesem Ding kaum sehen, als wäre ich schon wieder eine Sturmtruppe. Du warst bei den Sturmtruppen? Ja, aber ich habe es nicht ertragen, immer Befehle zu bekommen. Daher bin ich mit dem ersten Schiff geflohen. Clever. Ach, übrigens, der Boss hat uns befohlen, an der nördlichen Halle zu patrouillieren. Na dann mal los. Eigentlich wollte ich das hier machen. Die runterschubsen, also naja, okay. Nice. Sag mal, wie funktioniert das denn eigentlich? Jawohl. Geil. Ich darüber? Ja. Ich habe was für Energie. Hier? Hier ist nichts. Okay. Wie cool. Doppellichtschwert vor the win. Yeah. Oh. Hopp. Ah. Ist das ja eigentlich wirklich ein Grab? Das sieht eher nicht so aus, muss ich sagen. Boah!
Das war knapp. Was war denn das? Nix. Ach, Mano. Nein. Warum? Warum hast du das gemacht? Ach komm, ich hab noch nicht mal gespeichert. Warum hast du das gemacht? Oh. Nein, wirklich, warum hast du das gemacht? Du findest durch mich den Tod. Ach, hier bist du. Jawohl! Du findest durch mich den Tod. Wer sind Sie? Ich kann in diesem Ding kaum sehen, als wäre ich schon wieder eine Sturmtruppe. Du warst bei den Sturmtruppen? Ja, aber ich habe es nicht ertragen, immer Befehle zu bekommen. Daher bin ich mit dem ersten Schiff geflohen. Clever. Ach, übrigens, der Boss hat uns befohlen, an der nördlichen Halle zu patrouillieren. Na dann mal los. Allee, hopp. Hä? Nein! Mein Gott, ich wollte schubsen! Ach komm, als ob er das überlebt hat! Ach nee, komm, das... Nee, das mache ich doch mal. Nee, das ist doch... Jämmerlicher Jedi! Hey! Hey, ich muss noch mal. Ja, ne? So, dann. Ja. Ah. Wer sind Sie? So, jetzt nochmal. Ich kann in diesem Ding kaum sehen, als wäre ich schon wieder eine Sturmtruppe. Du warst bei den Sturmtruppen? Ja, aber ich habe es nicht ertragen, immer Befehle zu bekommen. Daher bin ich mit dem ersten Schiff geflohen. Clever. Ach, übrigens, der Boss hat uns befohlen, an der nördlichen Halle zu patrouillieren. Na dann mal los. Yeah! Oh, ich hab Schaden bekommen. Ein Eindringling! Hol mich Na? Stopp! Geil! Na, ich speichere. Hey! Speichern, also. Hopp! Vielen Dank für die Energie. Vielen Dank. Wie lieb von mir. Okay. Was geht hier vor? Ich habe keine Ahnung. Sie haben keine Chance. Was war der? Na, mal gucken, wie gut ich das ablenken kann. Voll cool. Voll cool. Voll cool. Ha,
geil. Oh, wie schön. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wer ist da? Ich höre dich, Sif. Na komm. Ich treffe sowieso besser als du. Geil. Man kann gut super hier Leute runterschubsen. Allerdings glaube ich, kann man auch mich gut runterschubsen. Okay, was war da oben? So. Und wohin muss ich? Hoch oder runter? Ja, vermutlich runter. Da komme ich nicht lang. Runter. Oh. Warum? Warum hatten Jedi so ein fettes Grab? So eine fette Grabstätte? Was ist das für ein Jedi? Meister Yoda? Hey! Ich wusste. Das war mir schon seltsam, dass er weggerannt ist. Macht voll Spaß, ey. Piu. Drama Queen. So. Ne, ich kann einfach jetzt Glück machen, oder? Ja. Also, ich würde sagen, was sich dort hinten befindet und warum ein Jedi so eine fette Grabstätte hat, das erfahren wir eventuell in der nächsten Folge. Diese Folge hat schon fast 20 Minuten erreicht. Tut mir leid für den Anfang, wenn ich nicht weitergekommen bin, aber hey, wir haben ein neues Lichtschwert. Yay, Daumen hoch. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.